Ich sehe ein, dass man Alte durch Junge ersetzen kann, Männer durch Frauen. Aber wie wollen Sie denn in Europa, bitte Farbige jetzt? Sie inkriminieren ja den weißen Mann. Wollen Sie jetzt Schwarzafrikaner nach Europa bringen, um sie hier in politische Ämter zu hieven? Was ist gemeint mit dem alten weißen Mann? Es gibt in Europa niemanden anderen als weiße Männer. Ich war ja eigentlich der Meinung, so wie das früher gekommen ist, das ist eine amerikanische Sache. Denn dort gibt es ja wirklich eine große farbige Bevölkerung und die Machtpositionen ist üblicherweise weiß gegeben. Da habe ich mir gedacht, eine weiße Minderheit wird hier gemeint, beherrscht, sagen wir mal, eine farbige Mehrheit. Aber in Europa, der alte weiße Mann, also alt durch jung, Mann durch Frau, von mir aus ein Denkmodell. Aber wie kann ich denn bitte jetzt in Europa den weißen Mann durch einen nicht weißen Mann ersetzen? Diese Diskussion ist für mich... Das ist vielleicht eine Frage, ja, die man der Frau Jäger gleich stellen kann. Genau. Wie Sie bitte, das tun. Machen Sie das. Schminken? Nicht jeder alte weiße Mann ist automatisch ein alter weißer Mann. Natürlich handelt es sich hier... Das ist also eine Metapher. Genau, das müssen Sie aber den Leuten mal erklären, denn so kommt das ja nicht hinüber. Ich fühle mich insofern angegriffen, als ich ein alter weißer Mann bin. Aber jetzt ist es so, es ist hier, und das ist das genau, was ich Ihnen vorwerfe, nämlich, dass Sie verallgemeinernd alle in einen Topf stellen. Also mir werfen Sie das vor? Ja, Ihnen werfe ich das vor und allen anderen. Aber Sie wissen ja gar nicht, was meine Ansicht ist, Sie haben mir ja auch gar nicht zugehört. Mit dem alten weißen Mann, die Metapher hinkt, denn es könnten sich Leute, was heißt, warum müssen Sie da lachen? Naja, weil ich schade finde, dass man das nicht mal eben aussprechen kann. Okay, gut, dann sprechen Sie das doch. Genau, also der alte weiße Mann, das ist tatsächlich ein Symbolbild für einen Menschen, der sich seiner Privilegien nicht bewusst ist, der von der patriarchalen Dividende profitiert, das erläutere ich auch gleich. Die patriarchale Dividende ist einfach, dass wir alle Menschen geboren sind und Männer einfach einen deutlich leichteren Zugang zu Macht, Geld und Prestige haben. Das aber dann, ist ein aber dann Fakt. Machen wir es konkret zwischen Ihnen beiden. Also Sie haben das jetzt definiert, was das ist. Also ein Symbolbegriff, das kommt dann vielleicht ja doch in die Nähe des ideologischen Kampfbegriffs, weil er nicht sehr beschreibend ist, sondern ja symbolisch und auch irreführend und aufgeladen ist. Aber jetzt nehmen wir den Herrn Pfau neben Ihnen. Also der hat aufgrund seiner Ausbildung, aufgrund seines Berufs, aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung, ist das der alte weiße Mann? Ich habe aber keine Macht, das muss ich natürlich nicht zwangsläufig sagen. Also erstmal muss ein alter weißer Mann, wahrscheinlich haben Sie trotzdem sehr viel mehr Macht als viele andere Menschen, die in diesem Land leben. Ja, natürlich. Genau, also Sie haben auf jeden Fall mehr Macht zum Beispiel als jemand, der hier gerade um Asyl angesucht hat. Nur ein Beispiel, auch mehr Macht als die Farbigen. Das mag ich als, und ich sage das jetzt bewusst, der Stereotyp, als Svetlana, die Frau, die bei McDonald's die WCs putzt. Ja, gut. Muss ich mich da jetzt betroffen Nein, fühlen? Nein, müssen Sie sich gar aber nicht. Sie haben das ganz nüchtern. Also ich kann nicht über das Frage vielleicht natürlich auch, was man da miteinander vergleichen kann. Herr Satt, das genau. Problem, alter weißer Mann haben Sie ja nicht. Sie sind also weder weiß noch spezial. Ich schaffe es biologisch nicht. Das können Sie eigentlich gar nicht werden. Die Frage war jetzt, ist das ein beschreibender Begriff oder ist das ein ideologischer Kampfbegriff? Wie empfinden Sie das? Also ich muss sagen, ich weiß gerade nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Also wenn hier so weiße Menschen, ich meine das gar nicht irgendwie provokant, aber darüber sprechen, was für eine schlimme Situation sie aktuell sind und die Farbigen, also ich weiß nicht, was farbig bedeutet, sind das Menschen, die grün sind, niederpunkten. Man kann sagen schwarz oder weiß. Herr Fleischer hat gerade gesagt, sie sind nicht weiß. Ja, man benutzt den Begriff farbig eigentlich nicht mehr heutzutage in der Wissenschaft. Okay. In welcher Wissenschaft? In der westlichen Wissenschaft. Wie würden Sie sagen? Schwarz, weiß. Oder beziehungsweise Mensch. Ich meine, die Frage ist natürlich, was wollen wir hier titulieren? Dann dürfen Sie aber auch den weißen Mann nicht als weißen Mann bezeichnen, nicht? Eben. Das ist ja deine. Also das ist ja die Steilvorlage. Ja, jetzt fallen Sie sich ja selbst in. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt. Also ich darf nicht farbig sagen, aber Sie dürfen zu mir weiß sagen. Ja? Sie fallen auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen, weil in der Rassismusforschung ist das ziemlich gut aufgelegt. Es gibt sehr viel Empirie dazu. Man kann sich damit beschäftigen. Aber vielleicht darf ich auch die Frage antworten, die mir gestellt wurde. Ist das ein ideologischer Begriff? Ja, natürlich ist es ein ideologischer Begriff, über den man streiten kann, so wie über alles gestritten werden kann. Das ist eine Phrasologie, die benutzt wird. Die einen finden es positiv, die anderen finden es negativ. Aber was hier ein bisschen verloren geht, ist das der Kern der Sache. Und wenn wir darüber sprechen, gleich so tief in die Thematik einsteigen und hitzig debattieren, ob der Begriff jetzt das Richtige oder Falsche ist, vielmehr geht es darum, gibt es eine Gerechtigkeit in der Gesellschaft zwischen den Geschlechtern? Und wer das bejaht, der dürfte entweder in einer kleinen Bubble leben und das leben Menschen mit Privilegien, weil sie einfach ganz andere Zugänge haben, Zugang zu Bildung, Zugang in wirtschaftlichen Erfolgen etc. Und das sind Dinge, die sehr offen liegen. Also wir sprechen ja nicht über Geheimnisse, wie Beispiel der Pay Gap. Also ich brauche nicht darüber diskutieren, dass Frauen noch immer in der Mehrheit weniger Geld verdienen. Jetzt kann ich natürlich diskutieren, ist da irgendeine Gruppe von weißen Männern, die sich einmal in der Woche trifft, schuld dran? Wage ich zu bezweifeln. Aber das Ganze ist historisch gewachsen. Wir müssen nicht über Kolonialismus und Imperialismus sprechen.
dass das alles Auswirkungen hat. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig vorher verstanden habe, wo Sie gemeint haben, der weiße Mann ist ausgezogen, um sich zu unterwerfen. Also auch das. Nein, nein, umgekehrt. Umgekehrt, der weiße Mann hat die Welt sich zu unterwerfen. Okay, ich habe es nämlich das ist der nicht ganz verstanden. Das hätte mich jetzt überrascht, ja. Nämlich. Mhm. Und das sind historisch gewachsene Strukturen. Und ich glaube, dass ich als Vater und als Mann eine Verantwortung habe. Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt rumheule und sage, ich bin so ein armer Mann und so weiter und so fort, sondern ich sehe hier eine Ungerechtigkeit und die möchte ich bekämpfen. Und Sie sagen, also so mit Blick auf diese Ungerechtigkeit und mit dem, was Sie tun wollen, Sie sind ein Feminist. Was ist ein Feminist? Ein Feminist ist einfach ebenfalls ein Begriff, der mir natürlich auch vermutlich in den nächsten Minuten um die Ohren geworfen wird und ich auch da nur lachen kann, weil es geht nicht um den Begriff. Es geht darum, dass ich weiß, dass dieser Begriff einfach benutzt wird, um diese Ungerechtigkeit aufzuzeigen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, es gibt andere Begriffe wie Humanist oder ich sollte den Begriff nicht benennen. Nur wer stellt denn diese Forderung? Diese Forderung wird von denen gestellt, die von oben herabblicken, auf denen und sagen, ihr fordert zu viel, wagt es nicht, ihr habt eh schon so viel bekommen die letzten Jahre, ihr dürft ja schon wählen. Und solange es hier keine Gerechtigkeit gibt und wie gesagt, wir können dutzende Beispiele aufzählen. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich gehe in einen Drogeriemarkt und sehe mir Rasierer an. Dann sehe ich mir einen Rasierer für Mann an und einen Rasierer für Frau. Und ich sehe einen Unterschied im Preis. In der Regel rasieren die beide gleich stark. Und solange diese Kleinigkeiten, und das sind wirklich nur Kleinigkeiten, bis hin zu ganz oben sich nicht ändern, bezeichne ich mich als Feminist. Da wärst du dann wahrscheinlich intelligent, wenn man als Mann einen Frauenrasierer kauft, weil dann spart man Geld. Mache ich auch, ja. Ja, das ist doch gut. Ich bin klug, ja. Herr Barilli, sind Sie auch Feminist? Nein. Entschuldigung, ganz kurz. Entschuldigung, ja, klar. Der Männerrasierer ist natürlich der billigere. Der Dame ist teurer. Also, genau. Da müssten die Frauen einfach die Männerrasierer kaufen, dann könnten sie Geld sparen. Ja. Ich gehe auf Ihre Frage nochmal ein, ob ich ein Feminist bin. Ich sage deswegen nein, ganz plakativ, weil ich mich versuche, solchen Begrifflichkeiten, die einen einengen, zu entwinden. Und ich fand das Wort Europa, das hier heute schon mal gefallen ist, würde ich gerne wieder ins Zentrum des Geschehens rücken. Denn es ist ganz eindeutig, dass Macht dazu verleitet, missbraucht zu werden. Ob das jetzt Männer oder Frauen tun, beide missbrauchen Macht. Aber wir haben in unserer europäischen Geschichte, und die ist eben eine große Zeit lang von Männern dominiert worden, die Entwicklung geschafft. Ist es nicht mehr? Moment, darf ich bitte ausreden? Ja. Die Entwicklung geschafft, dass Missstände von Männern gleichzeitig erkannt und aber auch dem Versuch unterworfen wurden, sie zu beheben. Ich rede von unserem Sozialsystem, ich rede von unserem Gesundheitssystem, ich rede von unserer Gesetzgebung, die auf Gleichberechtigung ausgerichtet ist. Das heißt, diejenigen, sagen wir mal, die Männer, die weißen Männer, die manches auch in den Missbrauch geführt haben an Macht, waren gleichzeitig auch die, die Kraft ihrer Gedanken diesen Missbrauch auch versucht haben, wieder aufzulösen. Warum möchte ich das so deutlich betonen? Weil wir hier in einer europäischen Runde sitzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat. Und jetzt in unserer Zeit geschieht es, dass junge Mädchen in Europa, in Deutschland, in Österreich von muslimischen Jungs misshandelt werden auf das Allerschärfste, weil die ein Bildungssystem mit sich tragen, das frauenverachtend ist, wie es gar nicht ärger geht. Das heißt, wir kritisieren unsere eigenen Entwicklungsschritte und unser Potenzial, uns weiterzuentwickeln in unserer Erkenntnis der eigenen Fehlerhaftigkeit und importieren zurzeit eine Kultur, unter Anführungszeichen, der das völlig egal ist. Die, wenn sie hier so sitzen würde, ein schwarzes Tuch über ihren Kopf auch noch drüber breiten würde, damit sie nicht zu Wort kommen. Und wenn wir das außer Acht lassen, was wir uns hier importieren, in unserem demokratisch-freiheitlichen Denken, dann haben wir in 100 Jahren ein großes Problem. Und das ist wirklich die Frage, warum Feministinnen so diese Missstände nicht sehen können. Also ich vermisse den Zwischenruf der Feministinnen angesichts der vielen Vergewaltigungs- und Gewaltübergriffe, auch durch Einwanderer gegenüber den Frauen, die ihr eigentlich schützen wollt. Das stimmt überhaupt nicht. Die gibt es ständig, Frau Herrmann. Ich weiß nicht, offensichtlich haben Sie sich ja über mich informiert, weil Sie schon Angst vor mir hatten. Also ich kann dazu nur sagen, in Ihre Richtung, dass in Kitzbühel war beispielsweise kein Mensch mit kein Mann mit migrantischem Hintergrund. Also weiße Männer morden genauso. Und zwar nicht weniger. Wir haben die Gewalt an Frauen auch gehabt vor 2015, bevor es eine sogenannte Flüchtlingswelle gab. Ja. Und das sind einfach Fakten, ja. Mhm. Gewalt an Frauen, und das leugnen Sie hoffentlich nicht, gibt es. Es gibt aber... Nein, ich rede nicht davon, dass es zu leugnen ist, dass es Gewalt an Frauen gibt. Und die wird logischerweise von Männern ausgeübt. Aber es gibt ein Kulturfeld auf diesem Planeten, und das sind hunderte Millionen von Menschen, die per se das Weibliche unterdrücken.
Und wenn wir uns dieser Wahrheit nicht stellen und wenn wir diese andere Kultur in uns importieren und uns in Selbstzerfleischung geißeln, anstatt mal eine Grenze zu ziehen, wo tatsächlich Frauen bekämpft werden, dann haben wir ein Problem. Kurze Gegenfrage wieder, das finde ich super, wenn wir das so ganz kurz miteinander abhandeln. Also das heißt, österreichische und ich nehme jetzt mal die deutschen Männer mit dazu, weil die jetzt auch schon gefallen sind, sind weniger gewalttätig als... Nein, das habe ich nicht gesagt. Das wäre eine Frage. Das war eine Frage, ich beantworte sie mit Nein. Genau. Menschen sind gewalttätig. Frauen sind gewalttätig, Männer sind gewalttätig. 90% der Gewalttäter sind männlich. Das ist ein Fakt. Es gibt aber genügend Studien und auch Umfragen und Statistiken, dass die Einwanderer, die männlichen jungen Einwanderer, in höherer Zahl übergriffig sind als die Einheimischen. Und ich meine, ich habe von Ihnen noch kein Statement gehört, das irgendwie gerade rückt, was Sie neulich mal vor einigen Monaten geäußert haben, nämlich, dass die muslimischen Einwanderer sich das Morden bei den österreichischen Männern abschauen. Also, Ich finde das total toll und ich nehme das jetzt mal als Kompliment, Frau Herrmann, dass ich so spannend für Sie bin, dass Sie sich so intensiv mit mir auseinandergesetzt haben. Wenn Sie sich mit allen anderen auch so gut auseinandergesetzt haben, wunderbar, dann haben Sie sehr gründlich recherchiert. Ich habe es in demselben Interview gerade gerückt. Ich habe nämlich ganz klar gesagt, dass ich hier die österreichische Regierung zitiere. Dann hätten Sie es mal fertig schauen sollen. Und das tatsächlich auf als Anspielung auf die... Sie haben es nicht gerade gerückt. Es wird heute noch erwartet. So wie Sie Ihre nationalsozialistischen Saga. Wunderbar. Doch, ich habe es im Gegensatz zu Ihnen gerade gerückt. Sie wiederholen falsche Dinge jetzt hier. Genau. Das wissen Sie auch genau. Aber ich merke, dass Sie so ein bisschen auf Aggressivität, das gehe ich nicht ein, weil ich bin ehrlich gesagt auf Frieden ausgerichtet. Wir kommen auf das Konzept, dass da ein bisschen dahinter steckt, nämlich sowas, dieser Begriff, der irgendwie zeitgeistig geworden ist, toxische Männlichkeit, später noch zurück. Ich möchte nur, weil wir jetzt ja schon sehr stark im Meinungsstreit sind, vielleicht schauen wir jetzt doch einmal kurz ein paar Daten und Fakten an, was die Gleichstellung und die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in unserem Land jedenfalls betrifft. Die Welt wird regiert von alten, weißen Männern. Ob in der Wirtschaft oder in der Politik, sie halten die Macht in den Händen. Auch in Österreich. 61% der Abgeordneten im Nationalrat sind Männer. In 74 Jahren übte nur eine Frau das Amt des Regierungschefs aus. In den Chefetagen der Privatwirtschaft liegt der Anteil der Frauen bei lediglich 8%. Und auch die Gehaltsschere zwischen Mann und Frau klafft nach wie vor auseinander. Die Unterschiede variieren allerdings sehr stark, je nachdem, ob man zum Beispiel Familienstand, Branche, Bildung oder Berufserfahrung berücksichtigt. Frau Herrmann, nur 8% der Frauen finden sich in Führungspositionen und auch in der Politik sind sie deutlich unterrepräsentiert im Vergleich zu dem, welchen Anteil sie in der Bevölkerung haben. Muss man da nicht doch so etwas wie eine strukturelle Diskriminierung darin erkennen? Ich sehe keine Diskriminierung in erster Linie darin, denn Frauen sind nun mal diejenigen, die Kinder bekommen. Und wenn sie Kinder bekommen, fallen sie einfach einige Zeit aus, manche sogar immer. Und ich habe viele Gespräche mit früheren Intendantinnen und Fernsehdirektorinnen geführt, die darunter sehr gelitten haben, weil sie nämlich gute Frauen ausgebildet haben, viel Geld auch als Sender investiert haben. Und diese Frauen sind dann irgendwann, haben geheiratet, haben Kinder bekommen und waren nie wieder gesehen. Man kann jetzt nicht sagen, dass diese Frauen benachteiligt sind, weil ich kenne einige von denen, die sind sehr glücklich. Und ich kann nur feststellen, dass Frauen, die vielleicht durch Quoten in irgendwelche Jobs reingehievt werden, Männer werden dafür dann benachteiligt, obwohl sie vielleicht genauso gut qualifiziert sind, dass diese Frauen unter diesem Druck, unter diesem Arbeitsdruck sehr leiden, weil von ihnen auch viel erwartet wird. Und ich weiß nicht, wer dann glücklicher ist. Ich sage nicht, dass jede Frau Kinder bekommen muss und aus dem Job gehen soll. Ich habe auch Karriere gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe dadurch mein Familienleben aufgeschoben. Das machen viele heute. Aber würden Sie sich denn wünschen, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind und dass im politischen Feld sagen die Verhältnisse in der Bevölkerung deutlicher und klarer und näher repräsentiert sind, als es jetzt der Fall ist? Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen in Führungspositionen, wenn sie in der Lage sind, diese Positionen auch gut auszufüllen. Ich habe mich viel unterhalten mit
mit Polizisten, Feuerwehrleuten, Bundeswehrsoldaten, die zum Teil darunter leiden, dass die Qualitätsanforderungen ständig gesenkt werden bei den Aufnahmeprüfungen, weil Frauen die rein kräftemäßig gar nicht schaffen können. Also das heißt, es ist, was die Qualität in den Jobs, die Anforderungen angeht, verschiebt sich da einiges. Das sind alles Dinge, die werden unter den Teppich gekehrt, aber es sind Dinge, unter denen Unternehmen, große Unternehmen eben auch leiden. Frauen, die gut sind, gehen ihren Weg. Da bin ich ganz überzeugt. Und genau. Die, die den Weg nicht machen, waren nicht gut genug. Die Frauen, die sind übrigens nicht nur glücklich, sondern sie sind auch sehr privilegiert. Weil die Verkäuferin, die kann sich nicht unbedingt aussuchen, ob sie... Und das liegt an der Gesetzeslage, an den Steuergesetzen und auch an den, Sozialversicherungsgesetzen. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Genau, ich glaube, dass es eh viele Dinge gibt, wo wir sehr miteinander sind. Zum Beispiel bei der Wahlfreiheit. Ich möchte nämlich tatsächlich überhaupt keine einzige Frau in eine Führungsposition hieven. Aber ich muss doch den Begriff der Quoten hier nochmal richtig stellen. Weil keine einzige Quote hieft eine Verkäuferin zur Aufsichtsrat. Nein, wir reden bei Quotenregelungen reden wir allermeistens von privilegierten Frauen. Genau. Und diese Frauen würden ihren Weg, wenn sie gut genug sind, auch so machen. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Und das ist nämlich der Punkt. Nämlich eine Quote besagt immer, dass die Frau mindestens genauso gut sein muss wie der Mann. Mhm. Oder besser, dann bekommt er den Job. Deswegen brauchen Sie sich vorher, kann man überhaupt keine Sorgen machen. Nein, ich mache mir auch unqualifizierte Frauen haben einen Job. Darf ich mal ganz kurz widersprechen? Wir haben also bei Medizinaufnahmetests eine deutliche Bevorzugung der Mädchen gehabt. Das heißt, die Leistung der Mädchen wurde besser beurteilt. Ich möchte noch was anderes sagen. Warum wird immer welchem Land? In Österreich. Aha, das in Österreich war das so, dass einige Jahre beim Aufnahmetest, das können Sie nachlesen, und ich wundere mich, dass Sie das nicht schon gemacht haben, da können Sie nachlesen, dass dieselbe Leistung mit mehr Punkten ausgestattet wurde. Ich weiß nicht, ob das für andere auch weiß, aber ich habe das jedenfalls verfolgt. Zweitens ist es so, es ist hier immer von Aufsichtsräten die Rede, von Nationalratsabgeordneten. Ich habe von der Verkäuferin von Regierung. Ganz gut. Da sind wir schon einmal auf einer Ebene. Denn es fällt mir auf jeden Fall auf, dass eine ganze Menge von Berufen sehr stark... dass mir die Frauen fehlen bei einer ganzen Menge anderer Berufe. Zum Beispiel am Bau. Also ich wundere mich immer, wie die Männer dort schuften, zum Teil auch für sehr, sehr wenig Geld. Ich sehe dort keine Frau. Wir haben einen massiven Überhang an Frauen. Wissen Sie, wie die Altenpflegerin schuftet? Ganz kurz. Wissen Sie, was die für harte körperliche Arbeit natürlich, macht? Natürlich, aber es ist ja so. Ich sage ja, dass es Berufe gibt. Das, was ich sagen möchte, ist, dass es nicht nur Berufe gibt, wo die Frauen... Der Bauarbeiter bekommt eine Schwerstarbeitszulage, die Altenpflegerin nicht. Obwohl nicht? Nachgewiesen ist. Okay, ich kenne aber eine ganze Menge männlicher Pfleger, die auch ganz schön schuften. Nee, der auch nicht. Nee, genau. Gut, aber es gibt wesentlich mehr Medizinabsolventen weibliche. Wir haben einen massiven Überhang, glaube ich, bei 90% weibliche Lehrer und weibliche Kindergärtner. Obwohl wir wissen, nämlich wir jetzt, auch Pädagogen wissen das, dass es ganz gut wäre, für die männlichen Kindergartenkinder auch männliche Bezugspersonen zu haben. Es ist nur so. Also warum machen die Männer das denn nicht? Das könnte ich Ihnen sagen, weil Sie sich nicht interessieren dafür. Warum machen die Männer das nicht? Sie machen das deswegen nicht, weil das prosoziale Verhalten eher weiblich konnotiert ist. Das heißt, Männer sind vor allem so schlecht bezahlt. Vielleicht erinnern Sie sich das daran. Das schlechte Bezahlen können Sie für die Medizin nicht nehmen. Ich war beim Kindergärtner gerade. Ja, aber Sie wollen ja immer nur diejenigen Dinge diskutieren, über die Sie was zu sagen haben. Ich rede jetzt über die Medizin. Und die Medizin ist gut bezahlt. Und es sind privilegierte, sagen Sie ja zu mir auch, ich bin privilegiert aufgrund meines Berufes. Es ist ein privilegierter Beruf und wir haben dort auch 70% Frauen. Und meine Tochter ist auch eine Ärztin. Und ich würde das niemals kritisieren. Es fällt mir nur auf, dass dort, wo die Frau im Recht ist und die Frau in der Mehrheit ist, niemand ein Argument fallen lässt. Aber überall dort, wo die Männer vermehrt da sind. Das heißt also, ich möchte schon mal sagen, wir haben schlechtere Pensionen bei den Frauen, aber dafür arbeiten Männer deutlich länger. Und dass dieses ungleiche Pensionsalter geschlechterungerecht ist, hat selbst vor kurzem der Europäische Gerichtshof festgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Natürlich. Sie sind ja Journalist. Das heißt also, ich habe da jetzt ein gutes Argument. Es ist selbst vom Europäischen Gerichtshof mittlerweile festgestellt worden, dass das ungleiche Pensionsantrittsalter unter der Geschlechtergerechtigkeit nicht gerecht wird. Somit also haben wir jetzt mal Dinge, wo wir sagen müssen, okay, ich würde diesen Film, den wir vorhin gesehen haben, sehr, sehr gerne erweitern. Und dann kommen wir doch drauf, dass es einfach in der Gesellschaft eben Domänen gibt, die Männer dominiert sind, und es gibt Domänen, die Frauen dominiert sind. Und es ist einfach komplett falsch zu sagen, dass die Männer überall dort fehlen, wo schlecht bezahlt wird. Nein, die Medizin ist das deutliche Beispiel dafür, dass es auch eine gut bezahlte Branche gibt, wo die Frauen deutlich im Überhang sind. Seit wann? Und warum ist das so, Herr Pfarrer? Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das nicht so lange. Das ist noch nicht so lange. 70% Medizinabsolventen. Ja, aber seit wann ist das so? Ich würde sagen, seit 10 Jahren. Maximal, genau. Ja, genau. Und wissen Sie, was seitdem passiert ist?
Ja, nein. Das Lohnniveau ist nicht so angestiegen wie in anderen Branchen, wo es... Aber Sie können nicht sagen, dass männliche Ärzte besser verdienen als Männer. Mich würde interessieren, nur noch schnell, bevor Frau Herrmann auch noch was sagt dazu, warum ist das so? Was Sie sagen, das hat auch mit biologischen Komponenten zu tun. Also es ist definitiv so, dass offensichtlich weibliche Sexualhormone, und gemeint ist vor allen Dingen das Prolaktin, also gar nicht mal das Östradiol, Pflicht, ein bisschen das Gestagen, aber vor allen Dingen das Prolaktin, was Frauen wesentlich mehr haben als Männer, die sozialen Zentren im Gehirn aktiviert. Mhm. Das können Sie sogar hirnspektrografisch messen. Da gibt es einen ganz netten Artikel gegeben von kurzen sogar in der Zeit, zuerst bei Schwangeren wächst der Bauch, dann das Gehirn. Wir können heute hirnspektrographisch messen, dass unter dem Einfluss des Prolaktins das Gehirn einer Frau wächst, sodass ja eigentlich die Frau auf eine biologistische Art und Weise, nämlich über die Intermediation von des Prolaktins, zur Mutter wird. So, also Frauen haben ein höheres soziale Kompetenz. Das muss ich mal neidlos zugestehen. Und ich bewundere die Frauen auch dafür. Und das hat ein biologistisches Korrelat, das messbar ist und beweisbar. Jetzt muss ich nur schnell fragen, was können denn wir besser? Der Mann, also wundert mich, dass Sie das nicht wissen, ja, der Mann ist extrovertiert. Es gibt keine einzige Kultur weltweit, auch nicht bei Naturvölkern, auch nicht in der gesamten Geschichte, die wir zurückverfolgen können, wo die Frauen die extrovertierten Maßnahmen und des Volkes wahrgenommen haben, sind immer die Männer gewesen. Was können wir besser? Wir sind kräftiger, wir können besser Kriege führen. Wir können besser harte Arbeiten machen. Sie kennen aber die griechische Geschichte, oder? Die griechische Geschichte kennen. Lesbos zum Beispiel. Lesbos hat ja mit verschiedenen Subsahara-Afrikaner, Afrika, in also Südamerika. Lesbos hat ja mit, also das ist schon eine ordentliche Geschichtswäscherei. Nein, das stimmt gar nicht. Also, Sie haben gerade gesagt, dass es durchgehend 100%. Durchgehend 100% auch auf Lesbos. Sagt ja Frau Jäger auch. Auch auf Lesbos haben die Männer die politische Gewalt gehabt, auch wenn es sehr viele Frauen gibt. Aber die waren ziemlich erfolgreich, die Frauen. Die haben sich im Ziel schöne Macht an sich gerissen. Sie haben gerade gesagt, dass ausschließlich auf der gesamten Welt, die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, Männer die Macht an sich gerissen haben und die Gesellschaften dominiert haben. Und dass das Ihr Vorteil ist. Sie sind extrovertiert. Nein, das habe ich nicht gesagt, dass das ein Vorteil ist. Ich habe gesagt, dass das eine biologische Eigenschaft von Männern ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finde. Ich habe es gar nicht gewertet. Ich habe gesagt, dass das so ist. Und auch auf der Insel Lesbos und in der gesamten altgriechischen Geschichte haben die Männer das Volk oder die Gesellschaft nach außen hin vertreten und Kriege geführt. Sie müssen jetzt Frauen haben nie mitgekämpft, die haben zugeschaut. Und zu Hause Frauen haben meistens zugeschaut. Ach komm,